Ja, hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind zurück beim LS17 und tanken jetzt erstmal den Drescher ab. Abtanken. Der hier ist noch, Helfer F und Helfer Y sind noch fleißig am Arbeiten. Schön. Und dann können wir hier an sich gleich den Drescher einmal kurz wegstellen, würde ich fast behaupten. Den Pickup brauchen wir eigentlich gar nicht. Die Züge. Mann, Mann, Mann. Und dann überlegen wir uns mal, was wir als nächstes anstellen können. Denn während die da arbeiten, ist das ja dann doch ganz schön langweilig. Da muss ich noch überlegen, wie ich das am besten mache. Ich glaube, wir werden das so machen, dass ich auch zwischen den Folgen die Felder ab und zu mal fertig machen werde und dann nur die wichtigen Sachen ins Let's Play mit reinnehmen werde. So, weil so Sachen, wo man ewig lange warten muss, dass sie fertig werden oder man das selbst macht, ist ja dann doch ganz schön nervig. Daher werden wir das, glaube ich, so regeln. Stellen wir den hier einfach mal hier in die Halle rückwärts rein. Das ist doch hoffentlich mal ein Unterstand, ne? Piep, 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 piep. So. Gut. Der ist noch voll dabei. Dann könnten wir eventuell auch nochmal drüber nachdenken, ob wir uns da einen größeren nehmen. Oder eher nicht. So, dann starten wir den hier mal und fahren wieder zum Lager. Oder wir fahren das direkt weg und gucken einfach mal, wo es jetzt momentan das meiste gibt. Da war es doch. Wir haben... Was haben wir denn momentan? Wir haben... Ist das... Das ist Weizen, ne? Weizen. Agribus... Agribusiness. Breit Agribusiness. Kann ich gar nicht aussprechen. Wo ist denn das? Da oben. Ich würde sagen, wir machen den Hänger noch voll und dann fahren wir das einmal weg, denn wir haben ja momentan eh nichts Besseres zu tun. Und welchen Mod ich mir auf jeden Fall noch holen werde, wenn er für den LS draußen ist. Ich weiß nicht, ich habe mich da noch nicht näher mit beschäftigt, ob er schon draußen ist oder nicht. Ist natürlich Curseplay. Ich hoffe sehr, dass er hierfür kommt. Weil dann kann man sowas hier schön den Abfahrer machen lassen. Das macht ja dann wesentlich mehr Fehls, wenn man, sag ich mal, eher Manager macht, als alles selber machen, das ist ja auch doof, ne? Ah, wir haben scheinbar schon ein paar Schäfchens. Muss auch noch herausfinden, wo ist denn hier die Kühe und so. Da sind die Schweine. Ah, da unten bei der Spinnerei sind die Kühe. Und oben bei der Biogasanlage sind die Schweine. Schafe? Ich weiß nicht. Gibt es überhaupt Schafe? Oh, ich fahre ein bisschen weit rechts. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, es gibt keine Schafe. Das ist ja doof. Keine Schafe? Echt nicht? Wartet mal. Einmal gucken. Tiere da. Kühe, Schweine. Doch, Schafe gibt's. Aber wo sind die? Ich habe die auf der Karte jetzt nicht erkannt. Blinken wir mal ein bisschen. Wo könnten die sein? Ach, da unten, bei Mary's Farm. Unten rechts sind die Schafe. Jo, wir fahren jetzt erstmal zu Feld 1. Das könnte ein bisschen dauern. Daher überlege ich mir gerade mal eine neue Geschichte. Genau. Der LS ist ja jetzt schon seit über einer Woche draußen. Ich bin ein bisschen verspätet, leider. Genau, Donnerstag vor einer Woche, wir haben es jetzt Sonntag. Ich hoffe, dass das Video heute noch kommen wird. Kann ich aber nicht versprechen. Nee, stimmt gar nicht. Dieses Video kommt wahrscheinlich erst am Dienstag oder Mittwoch. Mal sehen. Hier ist eine Tankstelle. Alter, ist echt geil gemacht. Muss ich ja mal so behaupten. Speedlimit 35. Wir fahren 43. Ups. Sieht keiner, sieht keiner.
Wir können ja dann auch zwischendurch immer wieder, wenn wir nichts zu tun haben, schön Missionen fahren. Hier schön die Felder abernten und so weiter und so fort. Das können wir alles wundervoll machen. Denn ich glaube, dass der neue LS echt vielseitiger, ja, von den Maschinen her auf jeden Fall vielseitiger sein wird als der vorherige. Aber ist halt doch immer das Gleiche, ne? Vom 15er, da habe ich mich irgendwann so überspielt. Eigentlich wollte ich davon ja ein Let's Play machen, aber letztendlich habe ich es dann doch gelassen, weil ich hatte nachher einfach keine Lust mehr drauf. Aber jetzt, der 17er, den feiere ich total. Alleine, weil es neu ist. Es ist neu, sage ich mal so. Ja. Warte mal, wir können nochmal... Wie geht das Radio an? Steht das da? Komm, zieh! Aber das Radio will ich eigentlich nicht anmachen, weil... Nicht, dass die GEMA was sagt. Die GEMA sagt dann du. Helfer F hat erfolgreich beendet. Wir müssen hier rechts abbiegen. Alter, war das gerade Schlamm? Ist ja geil. Ist ja geil. Ist ja cool. Hier rechts hoch, wo geht's da hin? Können wir alles noch erkunden? Wir können auch mal auf Gold-Nugget-Tour gehen, sag ich mal. Man kann ja jetzt... Jetzt sucht man ja keine Goldmünzen mehr, jetzt sucht man Gold-Nuggets, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ist das da eine Wasserpumpe oder für Gülle? So, und wie war das? Achso, I, genau. So, Geld. Ja, yeah, dann gucken wir gleich mal. Mich verwirrt das immer noch, dass man nicht auf I drücken kann. Finanzen, da. Heute. Einnahmenernte, 5.500 pro Anhänger, das ist ja ganz geil. Aber warte mal, was ist denn hier so teuer gewesen? Achso, der Kredit. Oh, wir haben auch noch einen Kredit. So ein Scheiß. Achso, wir können ja erstmal, bevor wir hier weitermachen, den anderen Helfer. Drescher. So, du kannst gleich weitermachen mit dem anderen Feld. Und Helfer J ist noch fleißig am Werk. Schade, dass der noch nicht fertig ist. So. Genau. So. Fahren wir mal weiter. Achso, Motor anmachen, sonst kommt man hier nicht vorwärts. Ah, das ist echt geil. Stopp. Das muss ich mir ja kurz mal angucken. Hier sind Schlammpfützen. Das war bloß so, sag ich mal, aufgepinselt, keine richtigen. Aber trotzdem, Schlammpfützen. Wie cool ist das? So, jetzt fahren wir mal auch noch andere Richtung. Andersrum nach Hause. Nach links biegen wir ab. Oder wir fahren mal nach rechts und dann an der Biogasanlage. Gucken wir uns mal die Biogasanlage an. Bäume! Erstmal patsch! In die Bäume rein. So, brav gucken, Schulterblick. Kommt da was? Ein wenig blinken. Da kommt nichts. Da kommt auch nichts. Schon halb auf der Straße, da kommt auch nichts. Biegen wir da gleich mal rechts ab, wo wir eben gerade links hochgefahren sind. Wir wollen ja auch die Map erkunden, ne? Man hier über. Ah, stopp mal. Brr. Ich will da mal gucken gehen. Kommt man hier überhaupt durch? Ich glaube nicht. Ich glaube fast nicht. Aber ist ja cool, so eine Talsperre oder was ist das? Das ist ein Wasserkraftwerk.
Das ist ja geil. Uhu. Ob man damit was machen kann? Wasser abholen? Oh, ein. Cool. Ist ja geil. Ich habe Werkzeugkasten. Aber was kann ich mit dem machen? Ah! Jetzt mal ernsthaft. Was kann ich mit dem machen? Naja, egal. Lassen wir. Oh, ein Besen kann ich den. Mit dem kann ich auch. Ist ja cool. Man kann scheinbar mit so vielen Sachen interagieren. Okay, was haben wir da noch? Don't enter! Autorisiert Personal. Autorisiertes Personal. Alter, ich kann sogar den Kompressor mitnehmen. Kann ich die Lampe mitnehmen? Ist ja geil, ich kann alles mitnehmen. Kann ich da was drücken? Nee. Da ist ein Fahrrad. Kann ich Fahrrad fahren? Kann ich Fahrrad fahren? Kann ich Fahrrad fahren? Nein, aber ich kann es hochheben. Ha! Schade. Das wäre ja cool gewesen. Okay. Der Plan mit der Biogasanlage ging nicht auf. Den drehen wir jetzt um und fahren nach links in Richtung Feld 6, Feld 10 runter und den da rüber. Genau, dann fahren wir so. Gucken wir uns die Biogasanlage wann anders an. Passt das? Geht das? Wird das was? Ich glaube ja. Wird eng, aber das wird was. Zack. Fahren wir hier nach links. Sehr schön. Guck mal, hier hätten wir einen Häcksler, könnten wir hier auf Feld 6 schönen Häckselauftrag annehmen. Oder Feld 1 dreschen. Ist Feld 1 jetzt schon fertig? Ich glaube ja, ne? Helfer, ich habe jetzt gerade bloß geguckt, ob Helfer J noch arbeitet. Sonst müssten wir den umsetzen. Ja. So, dann hier geradeaus. Biogasanlage gucken wir uns dann anders an. Und wir können auch nochmal gerne eine Runde mit dem. Ja, ich weiß, ich darf hier bloß mit 15 rüberfahren. Aber ist mir jetzt egal, was denn hier links. Das sieht aus wie das Sägewerk. Ja, das ist das Sägewerk. Ich biege hier einfach mal links ab. Wir können ja mal. Ja, Zeit. Die Helfer sind ja noch nicht fertig. Juhu. Ja, das ist das Sägewerk. Verkaufsstelle für Holz. Holz kannst du hier verkaufen. Für lange und gerade Holzstücke ohne Äste erhältst du mehr Geld als für kurze und krumme Stücke. Gut zu wissen. Da hinten, da können wir wahrscheinlich auch das Holz wieder einfach ins Wasser schmeißen. Teich. Willst du Holz verkaufen, kannst du es hier in den Teich befördern. Für lange und gerade Holzstücke kriegst du mehr Geld, für kurze und krumme Stücke weniger. Kann ich das auch da direkt ins Sägewerk so? Mit Hackschnitzel und so gibt's das wieder. Zack. Wo ich meinen Hänger unterstellen muss. Ah, das ist die Beladestelle für den Zug. Da ist Hackschnitzel-Ankauf, würde ich fast behaupten. Verkaufsschnitzel, Verkaufsschnitzel für Hackschnitzel. Verkaufsstelle für Hackschnitzel, so. Für ein schönes Fließband. Förderband. Ja, sehr geil. Also gut, das ist also der. Das der Holzhof, sag ich mal. Gehen wir mal noch einmal hier rum. Okay. Hätte ich auch hier hochgehen können. Ist ja cool. Ah, ein Goldnugget. Zack. Du hast ein Goldnugget gefunden. Das Gold liegt hier wortwörtlich auf der Straße. Versuche die restlichen 99 Goldnuggets zu finden. Ja gut, das kriegen wir hin. Oder was sagt ihr dazu? Meine Maus ist gerade ein bisschen. Ich muss mal gucken, ob es noch. Weil die Mausempfindlichkeit ist jetzt schon auf 200% und die geht immer noch so scheiße langsam. Gut. Hier ist das Ding für die Entladestation für den
Na, fühlen. Ja, geht nicht. Für den Zug kann man hier schön den Zug LB und entladen. Hallo? Ah, er ist fertig, sehr schön. Gut, aufs nächste Feld kommt denn Raps. Raps, genau. Ha. So, sehr schön. Okay, einmal anmachen. Fahren wir mal weiter. Schade, dass die Blinker hier nicht angezeigt werden. Ja, meine lieben Freunde. Der Plan wollte ich euch jetzt nochmal fragen. Habe ich euch letztes Mal schon gefragt. Aber wie wir das machen wollen mit dem... Wie lange wir hier auf dieser Map spielen wollen. So lange, bis wir, sagen wir, ein, zwei Windräder haben oder alle Felder besitzen oder alles bewirtschaften oder was weiß ich. Ne, schreibt doch mal was in die Kommentare. Was ihr sehen wollt. Ne? Also wie lange wir spielen sollen. Wohl eher auf dieser Map. Und dann suchen wir uns danach schöne Mod-Maps. Ich habe gerade den Hänger abgekoppelt. Einmal kurz auf Q gedrückt. Mod-Maps raus. Und dann geht's darauf schön weiter. Und eventuell könnte man auch ein Multiplayer-Projekt machen, das mit Paul man mal spielt oder so. Dass man sich mal dazu holt oder was weiß ich. Genau. Fahren wir jetzt hier gegen die Laterne. Wir fahren als erstes mal hier gegen die Laterne. Hier rechts wollte ich sagen. Oder wir. Ne, wir fahren mal durchs Dorf. Eine kleine Runde. Der ist hier aber flott unterwegs. Na, macht das richtig? Macht das richtig? Natürlich nicht. Einfach Stoppschild überfahren. Wir halten natürlich brav an. Und biegen rechts ab. Zack. Überall Stoppschilder. Scheiße. An der Sichtlinie. Da kommt was. Da kommt was. Aber ich zieh mal schnell rum. Rum, 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 rum. Zack. Ist ja auch geil hier so ein Highway. Darf ich da mit meinem Trecker überhaupt drauf auf den Highway? Route 242 oder was war das? Ich hab's nicht genau erkannt. Ich würde mir wünschen, dass man hier den Verkehr ein bisschen hochschraubt. So ein bisschen mehr Verkehr wird ja nicht stören, oder was? Weil hier fahren ganz schön wenig Autos rum. Ja, Route 242. Okay, aber ist geil. Ich mag das ja, diesen amerikanischen Stil. Also in Amerika wohnen wollen würde ich nicht, aber so im Spiel finde ich das ja ganz geil. Da ist ein Basketballplatz. Ist schon ganz cool. Wie schnell darf ich hier fahren? 50. Komme ich nicht ran. Ich glaube, ich muss ihn überholen. Ich als Trecker muss ein Auto überholen. Das ist schon traurig. Das ist schon traurig, liebe Autos. Kann ich hier schon links abbiegen? Ja, ich muss hier sogar links abbiegen. Kommt nichts, also rüber. Okay. Waren wir jetzt eine ganze Folge. Ja, jetzt waren wir eine ganze Folge unterwegs mit dem guten alten Hänger und haben ein bisschen was weggebracht. Ich würde sagen, zwischen den Folgen fahre ich nochmal eine Runde und warte darauf, dass die beiden hier fertig werden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Und ich verabschiede mich von euch und fahre
das Weizen weg. Nochmal eine Runde. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder rein. Bis Danny und tschüss.